Mit der Vespa durch die Toskana, das zaubert einfach ein Lächeln ins Gesicht. Bella Italia. Ich bin da, wo die Zitronen blühen. In einem Dorf, das doch tatsächlich dem Veranstalter TUI gehört. Großmutter. Warum hast du denn so große Augen bekommen? Wir sind jetzt nicht im Märchen. Das ist auch ein neuer Modetrend, aber es ist die Erfüllung eines Traumes. Nämlich mit der Vespa zuckeln durch diese liebreizende Landschaft der Toskana. Und was ich da so erlebt habe, einiges davon zumindest, das möchte ich euch jetzt im Film zeigen. Das also ist Castelfalfi. Nein, das nicht. Dieses verfallene Gut können Sie noch kaufen für schlappe 8000 Euro pro Quadratmeter. Aber dies hier ist das neue Herz, das TUI Blue Resort mit unverbaubarer Aussicht, das Flaggschiff der noch jungen Hotelkette, Basislager mit 5-Sterne-Anspruch. Es ist nicht allein auf weiter Flur. Direkt nebenan ist das eigentliche Dörfchen mit der passenden pittoresken Burganlage, heute ein Feinschmecker-Restaurant. Da führen dann alle Wege hin, klar, bei nur einer Straße. Diese Straße, in der auch Pinocchio verfilmt wurde, hätte durchaus Chancen, bei der italienischen Variante des Wettbewerbs »Unser Dorf soll schöner werden«, alles adrett und gepflegt, wie nach einer schwäbischen Kehrwoche. Selbst ein Kirchlein gibt es, das noch auf opulente Hochzeiten wartet, und allerlei Geschäfte, von der Eisdiele über den Bikershop bis zum Weinladen, für die üblichen Bedürfnisse von Kurzzeitbewohnern. Italien perfekt arrangiert, mit Ausblicken und Plätzen zum Verweilen, die der Urlauberseele einfach gut tun. So möchte man die Toskana erleben. Oder so. Golfpro Andrea am berühmt-berüchtigten 9. Loch. Die Angst vor dem tiefen Tal versemmelt hier 9 von 10 Schlägen. Aber aus der Luft ist es einfach nur herrlich. Wir befinden uns auf Castelfalfis touristischer Keimzelle, dem Golfplatz rund um den Dorfberg. 27 schön angelegte Bahnen, schwer zu spielen, lautet das Urteil der Profis. Mit diesem Platz fing vor 10 Jahren das Abenteuer an. Ein Reiseveranstalter kauft sich gleich sein eigenes toskanisches Dorf. Seitdem sind hier unzählige Bälle geschlagen worden, während es bei den Plänen für den Umbau des Dorfes Rückschläge ohne Ende gab. Zumindest der Golfclub Castelfalfi zählt mittlerweile zu den schönsten Italiens und ist auch entsprechend begehrt bei den Spielern, selbst bei den Anfängern. Hier lernen sie die Demut vor dem ganz kleinen Ball. Aus der Luft erahnt man die Gigantomanie des Projekts. Fast alles bis zum Horizont gehört dazu. Und so zuckersüß das Dörfchen heute wirkt, wer die italienischen Amtsstuben kennt, ahnt, welche verschlungenen Wege nötig waren, um aus Ruinen luxuriöse Villen und Apartments gestalten zu können, deren Verkaufsgewinn wiederum genutzt werden sollte zur Finanzierung der touristischen Infrastruktur. Selbst ein Weltkonzern wie die TUI geriet da zeitweise an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Doch nun ist endlich alles fertig. Im Blue Resort setzt man trotz der 5 Sterne auf zurückhaltende Eleganz. Alles ist ordentlich, aber ohne opulente, luxuriöse Ausschmückung. Eben ein richtiges Ferienresort und ein Ort für Tagungen und kleine Kongresse. Sonst könnte man es auch kaum ganzjährig bespielen. Die Deutschen werden eh die Minderheit bei den Gästen sein. TUI Blue ist international. Der eigentliche Star des Ressorts ist die Landschaft drumherum. Castelfalfi ist auch für diejenigen aus der Toskana-Fraktion gemacht, die sich keine eigene Luxusvilla leisten wollen, aber trotzdem gerne den Komfort genießen. Und Orte für die italienischen Gefühle weit ab von Rimini und Co. gibt es hier mehr als genug. Damit das Land nicht auf das TUI-Dorf beschränkt bleibt, erkundige ich wie alle anderen Gäste die Gegend. Florenz, Siena, Pisa, Lucca, Volterra, all diese kulturellen Verheißungen sind innerhalb einer guten Stunde mit dem Auto erreichbar. Und ich mit der Vespa? Mein Ziel ist San Gimignano, die Stadt der Türme, das Manhattan der Toskana. Gerade mal eine halbe Stunde mit dem Roller entfernt, ein Festival für Fotos und Filme, jede Ecke möchte festgehalten werden.
Ich habe Glück. Am Donnerstag ist Markt. Da bevölkern auch die Italiener aus der Umgebung das mittelalterliche Dorf. Es lässt sich aber auch perfekt einkaufen für kulinarische Kostbarkeiten. Kein Wunder, dass die italienische Küche als die vielleicht beste der Welt gilt. Kein stressfreier Ort für Wildschweine oder süße Hunde aus Keramik. Zum Glück ist der Kram weniger tauglich für Flugzeugkoffer. Man sagt ja so in San Gimignano, da schmilzt das Glück in der Sonne. Ich habe so seinen Hintergrund, es gibt nämlich hier den Eisweltmeister. Und da kommt man einfach nicht dran vorbei, egal wie lange die Schlange ist, weil es schmeckt einfach, es ist einfach total gut. Allein schon deshalb muss man herkommen. Nur echt mit diesem Eingang. Lassen Sie sich nicht täuschen, schräg gegenüber verkauft jemand das angeblich weltbeste Eis. Böses Marketing. Nur bei Sergio Dondoli gibt es das geprüft weltmeisterliche Eis in 32 verschiedenen Sorten. Weit über 200 Milchtüten verbraucht der Gelati-Künstler pro Tag. Der kleine Laden ist eine Goldgrube. Preisfrage an die Touristiker. Wo bin ich hier? Okay, Pfusch am Bau als Touristenattraktion, das hat schon was. Aber das Ensemble in Pisa ist auch wirklich schön. Bloß wäre es so erfolgreich und weltbekannt auch mit geradem Turm? Es gibt wahrscheinlich wenige Orte der Welt, die nicht nur die Generation Selfie zu solch kreativen Höhenflügen der Kategorie die Sehenswürdigkeit und ich verleiten. Puh, also in einem bin ich mir ziemlich sicher, der schiefe Turm von Pisa wird noch lange nicht umfallen. So viel humane Zuwendung, wie er jeden Tag bekommt. Diese Unterstützung im wahrsten Sinne des Wortes, die wird ihm ungemein helfen. Für die Familie. Ja, da kann man sich kaum zurückhalten. Und ich habe die halbe Stunde Freizeit genutzt für eine fast repräsentative empirische Studie, was das wahrscheinlich bekannteste schiefe Gebäude der Welt und Wahrzeichen der Stadt beim gemeinen Besucher auslöst. In den seltensten Fällen ein Atemholen vor der Geschichte. Da mag sich der Kunsthistoriker gruseln. Aber was ist so schlimm an der Freude über einen gelungenen Schnappschuss? Und manche geben alles dafür. Letzter Morgen, Abschied nehmen von der Toskana. Wow, Sonne, Wind, Wetter, Regen, alles vorhanden gewesen bei dieser kurzen Visite hier in der Toskana. Die Redaktionskollegen sind alle schon wieder zurück nach Hause. Für mich wartet auch gleich der Transfer. Also noch einmal hier sitzen und es genießen, das wollte ich schon. Und ich glaube, wenn Italien sich so weiterentwickelt, wie das zurzeit den Anschein hat, dann wird die TUI nach 10 Jahren doch noch glücklich mit ihrem Dorf in der Toskana. Es ist einfach schön hier. Und jetzt noch ein Prosecco haben oder zwei, dann möchte man einfach nicht mehr weg. Aber man muss ja, leider.